Hi und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Deus Ex Mankind Divided. Ja, es ist jetzt der zweite Anlauf. Die letzte Aufnahme ging da leider in die Hose, weil es gab da bei einer Zwischensequenz gab es da enorme Probleme mit meinem Aufnahmeprogramm. Es hatte da teilweise stillgestanden bei einer Zwischensequenz und das ging halt über 4 Minuten lang so. Und das konnte ich euch ja nicht antun. Und als nächstes ist es noch, ich habe noch eine weitere Überraschung für euch. Das ist interessant. Tada! Damit ihr seht, mit wem ihr es hier zu tun habt, habe ich jetzt da hier eine Facecam, die ist jetzt schon seit 2 Tagen hier, also wo ich diese habe. Und würde heute mal gerne halt mit Facecam zocken. Deswegen nicht wundern, wenn ihr so ein bescheuertes Licht hier seht auf meiner rechten Seite. Das ist nur eine Standardlampe. Also ich will nicht so viel Equipment kaufen mit irgendwelchen anderen Leuchten. Keine Ahnung, will ich nicht. Ich könnte über mir noch das Licht einschalten, aber dann würde das Ganze überbelichtet sein. Das sieht halt ein bisschen doof aus. Ja, das bin ich. Und weiteres, ich kann auch teilweise nur nachts überspielen, weil ich hinter mir ein Fenster habe und wenn da mal die Sonne reinleuchtet, dann ist es auch wieder vorbei, dann ist das Ganze wieder überbelichtet. Ja, deswegen bleibt mir immer nur nachts das Ganze übrig. So, wie gesagt, ich habe schon mal eine Aufnahme gestartet. Es ist halt ein bisschen doof. Jetzt muss ich das Ganze wieder noch einmal spielen und ne? So, aber die Dokumenten, das weiß ich, wie es funktioniert. Und zwar gehen wir nochmal in diese Richtung mit den Dokumenten. So. Was ich auch noch getan habe, ist, ich habe meine Grafikeinstellung mal etwas runtergeschraubt. Das heißt, das Ganze auf niedrig gestellt. Und man sieht ja auch rechts unten. Hier rechts unten sieht man ja eigentlich jetzt die FPS-Anzeige. Ja, sieht man noch. Warum das so ist, weiß ich leider nicht. Ich habe halt meinem Aufnahmeprogramm gesagt, hör mal zu, bitte nur das jeweilige Spiel aufnehmen und nicht noch sonstiges, irgendwelche anderen Sachen. So, gut. Inventar her habe ich noch ein bisschen Platz, weil ich brauche gleich ein bisschen Inventar. Weil dabei ich später noch eine Waffe bekomme, die würde ich gerne mitnehmen. So, gut. Den Laptop brauche ich nicht, die Dusche, ne, da war ich schon gewesen, alles andere bleibt so, wie es ist. So, deswegen, also ich kenne den Vorgang, wie es jetzt da hier läuft. Scheiße. Da bin ich ernsthaft runtergefallen. Bitte hier rein. Was ist... Hallo? So. Und ich muss auch sagen, auch bei der niedrigen Grafikauflösung sieht dieses Spiel immer noch gut aus. Ja, gut, okay. Matschige Texturen. Hm, naja, was soll's. Der Daniel, hörst du das? Hier ist jemand. Ich komme mit. Das war eigentlich jetzt auch nicht geplant. Die ganze Geschichte hier. Naja, was soll's. Das war eigentlich alles nicht geplant. Wie soll. Oh mein Gott. So, Waffe wegstecken. Die mache ich mal auf die F3, weil das brauche ich jetzt. Luke öffnen. Das habe ich ja ganz übersehen. Aha, aha. Ey, das habe ich ja komplett übersehen. Oh ne. Oh ne. Und tschüss. Ich gehe wieder zurück. Jetzt muss ich schnell sein. Weil... Ja, okay.
Der mich noch im Visier hat gleich. Ja. Na, leider noch daneben geschossen. Oh Mann. Taktische Schrotflinte, also die brauche ich nicht. So, auf jeden Fall die Munition nehme ich mit. Wie gesagt, die Stellen kenne ich schon etwa, wie es hier abläuft. Deswegen, ja, hier muss ich wieder schnell sein. Hier den Dings hacken. Auch hier kenne ich den Weg. Dann ist hier ein Knoten. Okay, du hast... Oh, wow. Aha, okay. Also ohne entdeckt zu werden. Was zum Teufel ist das? Aha. Kann es sein, wenn ich getarnt bin? Das hat eigentlich gar keinen Sinn, wenn ich irgendwo hacke, also... Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. So, Kamera aus. Die Türe öffnen. Laser aus. Gut. So, ich hoffe mal, dass es jetzt keine Probleme mehr gibt mit dem Rendern, beziehungsweise mit der ganzen Geschichte. Wenn ich ab. Weil das ist jetzt meine Kontaktperson und deswegen mache ich mal die Facecam aus. Bis gleich. Erzählen Sie mir, was hier vor sich geht. Kunsthandwerk? Ich glaube, Sie arbeiten für diese Betrüger da draußen. Oder arbeiten die für Sie? Es sollte niemals ein Betrug sein. Eher ein... So, das kann es wieder sein, dass es nochmal leckt. Sozialer Dienst für Benachteiligte. Kein Opti wird zurückgelassen. Klingt für mich wie ein Fälscher. Kodierung überlastet. Erwägen Sie, Ihre Videoeinstellung zu verringern. Oder ich benutzen Sie eine schnellere Encoder-Voreinstellung. Ich helfe Leuten... So, ich mache das Ganze auch im Schnelldurchlauf. Deswegen nehmen wir die Facecam an. Weil. Ich bin nicht hier, um. Schnelldurchlauf. Ja, beruhigen. Sorry, Leute. Das ist wieder mal eine Stelle, wo es nochmal ein bisschen hakelig ist. Jetzt ist wieder gut. Jetzt ist nochmal überlastet. Na, ich will helfen. Sorry, das. Will ich wirklich nicht. So, gleich beruhigt sich das Ganze wieder. Warum hier die Kodierung überlastet ist, das weiß ich nicht. Immer bitte auf, die Fehlermeldung zu bringen. Ja, okay, jetzt ist die Fehlermeldung wieder weg. So, also... Ich verstehe das wirklich nicht. Also, es war jetzt ein Gespräch gewesen, das ging 4 Minuten lang. So, dann ist hier ein Safe. Da habe ich ja den Code bekommen. Na, die 2489. Freischalten. Und ich will eigentlich ja nur das Geld haben. So. 2300 Credits. Das andere sind jetzt dann nur Splittergranaten. Die brauche ich jetzt dann momentan mal nicht. So, hier kann ich ganz normal durchlaufen. Hier habe ich alles erledigt. Gut, okay. So, dann würde ich sagen, gehe ich erstmal hier hinten zur Person. Und zwar war das hier drinnen gewesen. Dann hier unten. Und ich hoffe mal, dass es hier auch nicht wieder Probleme gibt mit meiner Kodierung. Dann könnte ich wirklich kotzen. Wir waren Maschinen. Aber Angst und Schmerz haben Seelen aus uns gemacht. Etwas in uns kämpft. Es gibt Momente... Wenn etwas in uns eindringt, Gedanken erscheinen, die nicht von uns stammen. Wir fühlen, was wir früher nicht gefühlt haben. Wir hören Stimmen. Lehren Sie uns, Kinder zu haben, damit wir sie lieben können. Primus, sind Sie das? Sind Sie Irenka Bauer? Wer sind Sie? Bitte nehmen Sie, was Sie wollen, aber lassen Sie uns in Ruhe. Ich bin nicht hier, um Ihnen etwas zu nehmen. Nein. Irenka hat große Angst. Was immer Sie ihr sagen wollten, sollten Sie zuerst mir sagen. Ich bin der Roboter, Helena. Irenka geht es nicht gut. Wir müssen sie schützen.
Irenka hat jemanden für eine Opti-Legitimation bezahlt, damit sie nicht nach Golem City muss. Dieser jemand liefert jetzt. Wirklich? Wenn das stimmt, wird sie... werden wir sehr glücklich sein. Wenn wir in Prag bleiben können, werden sie vielleicht sogar... Es gab mal ein Stück, das viel vorausgesehen hat. Roboter, Revolutionen, die Zukunft der Menschheit. Sie hat es auswendig gelernt. So versucht sie... So versuche ich, zu begreifen. Ich nehme sie beim Wort. Hier, diese Legitimation täuscht auf den ersten Blick jeden. Heißt das, ich muss mich nicht länger verstecken? Nicht so ganz. Sie sind noch immer in Gefahr. Die Legitimation muss aktiviert werden, sonst landen sie bei jedem Routinescan trotzdem in Golem. Das verstehe ich nicht. Es tut mir leid. Es gibt keinen legalen Weg, hier zu bleiben. Stellen Sie sich auf das Schlimmste ein. Wir wissen nicht, wie man sich einstellt. Ich kümmere mich um die Aktivierung. Verhalten Sie sich unauffällig, bis das geklärt ist. Danke. Wir wissen das zu schätzen. So. Gut, also da lief es jetzt ja wunderbar. Ich weiß mir da leider wirklich kein Rat. So, es geht zu den nächsten. Und zwar ist bei dem hier ein Gangster. Wählt noch die Schätze einmal aus. Der alte Mann sollte sie nicht in Ruhe. Tschüss. Vielen Dank für alles, was Sie getan haben. Ja. Genau. Gut, dann rede ich wieder mit dem und die Facecam ist wieder aus. Danke. Ich wusste nicht, was ich tun soll. Es gibt nicht viele, die ein Mann wie ich um Hilfe bitten kann. Was wollten die? Was alle wollen. Geld. Sie stark fühlen. Zuerst dachte ich, sie wollen mich mitnehmen. Das kann jetzt jederzeit passieren. Vielleicht muss es dazu nicht kommen. Machen Sie einem alten Mann keine Hoffnung. Oder hat meine Tochter sie geschickt? So muss es sein. Warum sollten Sie sonst... Bitte, wann kann ich Sie sehen? Nein, sie hat mich nicht geschickt. Sie haben für Opti-Papiere bezahlt. Wissen Sie noch? Sicher. Diese Polizisten haben mich angehalten und schon dreimal kassiert. Sie sagten, es sei sehr kompliziert. Ich wusste, dass es nicht klappen würde. Aber Sie haben weiter bezahlt. Ich war verzweifelt. Ich würde auch 100-mal zahlen, um bei meiner Familie zu bleiben. Beim Rest davon. Ich will in Prag bleiben. Hier, auf den ersten Blick täuscht das jeden. Der Polizist hat gesagt, dass ich normal zahlen muss. Stimmt das? Nein. Nein, ich kassiere nicht. Ich bin hier, um zu helfen. Das freut mich sehr. Und jetzt? Muss ich etwas aktivieren? Ich kann meinen guten Mantel anziehen. Wenn ich warten muss, warte ich. Ich beschwere mich nicht. Ganz so legal ist die Sache nicht. Oh, muss ich irgendwo einbrechen? Das übernehme ich. Sie tauchen einfach unter, bis ich weiß, wie ich Ihre Nummer aktiviere. Gut, das kriege ich hin. Ich warte hier. So. Mal wieder da. Milena, ich habe beide Optis besucht, für die Sie die Fälschung gemacht haben. Was jetzt? Der Computer für die Ausweisregistrierung der Augmentierten ist in der Regierungsstation. Sie müssen darauf zugreifen. In Anführungszeichen. Also einbrechen. Der Code zum Serverraum lautet 6788. Aber es gibt sicher noch mehr Sicherheitsmaßnahmen. Okay, verstanden. Gut. Ja, ich kann jetzt zwar zum nächsten Stadtteil fahren. Web. Nur, da habe ich bisher noch keinen es gibt zwar einen Eingang, aber das ist halt eine Sperrzone und wenn ich da entdeckt werde, werde ich halt direkt beschossen. Deswegen gehe ich jetzt einmal hin. Mit dem hier.
Mit Dragomir will ich mich jetzt damit befassen. Und zwar... hier bei der Polizei. Bei der richtigen Polizei natürlich. Und wieder weg. Nicht von hier, was? Wie kommen Sie darauf? Sie sind gerade auf einen Polizeibeamten zugegangen. Und ich glaube, Sie versprechen sich davon sogar etwas. Ich wurde an einem falschen Kontrollpunkt angehalten. Hier soll es einen Polizisten geben, der weiß, wovon ich rede. Dragomir, mieser Arsch. Schmiert genau die richtigen Leute. Hat Dokumente, die beweisen, dass er echt ist. Von wegen regionaler Kontrolleur. Ich stelle gerade eine Akte zusammen. Eine Akte? Der Typ verkleidet sich als Polizist und belästigt Optis auf der Straße. Genau wie 99% der Kollegen, mit denen ich arbeite. Mit der richtigen Summe, in der richtigen Tasche und schicken Papieren geht in dieser Stadt fast alles. Vor allem, wenn alle der Meinung sind, dass er nichts Falsches tut, sondern nur den Optis das Leben schwer macht. Hinter der Sache steckt mehr. Genau das denke ich auch. Sagen Sie es mir doch. Was dreht Dragomir hinter meinem Rücken? Fälschungen und Erpressungen. Dragomirs Kontrollpunkt ist die Anlaufstelle für einen Fälscherring. Er hält Optis nicht nur an und nimmt ihnen Kleingeld ab. Es ist Erpressung. Hat dieser Fälscherring eine Adresse? Ich war drin und habe die Werkstatt gesehen. Wissen Sie was? Das Zauberwort war belästigt. Ich habe nur nach einem Vorwand gesucht, zur Abwechslung mal einen Typen zu kassieren, der es wirklich verdient. Jetzt kann er sich nicht mehr verstecken. Sie halten besser Abstand. Ist jetzt eine offizielle Polizeiangelegenheit. So. Nun wird's ein bisschen lustig. Jetzt wird hier scharf geschossen. Wow, Helm weggeschossen, okay. Milena, ich habe Neuigkeiten über Ihren Freund Dragomir. Dragomir hat schon viele Rollen gespielt. Oh, Inventar voll, ernsthaft. Ablegen. Mein Freund war. Ah. Ablegen. Ja, nicht dabei. Die Sache ist erledigt, er macht Ihnen keine Probleme mehr. Oh Gott sei Dank. Ich weiß nicht, wie Sie es gemacht haben, aber ich bin froh. Falls Sie nee. Die Dokumente brauchen. Ich komme klar. So, PDA und das. Okay. Du hast die 10mm Pistole, die hätte ich gerne, das Standardgewehr hätte ich gerne. Gut. So. Normalerweise wäre das jetzt ja hier die Stelle, wo ich ja das vorherige Let's Play hier beendet habe. Sind jetzt ja ca. 18 Minuten vergangen und ja, ich spiele halt einfach weiter. Gut. So. Das hat sich erledigt. Ja, das hat sich auch erledigt. Ich gehe mal die Hauptmission weiter durch. Ah, da hinten muss ich lang, okay. Da draußen ist irgendwas ganz sicher. Ja. Okay. Da habe ich da irgendwo noch eine Kanalisation entdeckt, ne? Nämlich direkt hinter mir. Ja, irgendwie muss ich da hinein. Hier ist eine Kanalisation, hier ist Alarm. Okay. Eine Leiter. Das ist die Frage. Geht's? Da ging es, glaube ich, nach oben, ne? Ja. Ah, Suche läuft, aber wieso? Ich habe doch nichts getan. Ich gehe mal hier hinein.
Da ich jetzt auch weiß, dass man hier überall einbrechen kann. Computer zugreifen. Sicherheitsstufe 1. Jetzt muss ich ja gucken. Der kürzeste Weg. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Es ist egal. Ich nehme mal schnell noch den nächsten ein. Oh, das wird knapp. Ja. So, gibt es hier irgendwelche Codes? Nein. Okay. Gut. Zubehörteile ist immer wieder gut. E-Book will ich nicht lesen. Der Kühlschrank ist zu schwer. Schrank? Nee. Habe ich jetzt ja, habe ich jetzt ja wirklich ernsthaft eingenommen, mitgenommen. Ja, Schmerzmittel. Duschen. Ich will duschen. Geht nicht. Ernsthaft, ich komme hier nicht raus. Ach, schade. Hm. Okay. Ja, Suche läuft, aber... Ich gehe mal in die Kanalisation hinein. Na, lass mich bitte durch. Hm. Wo ist denn hier die Kanalisation? Achso, da ist die U-Bahn. Hof. Da unten ist noch eine. In diesem kleinen Zwischengang. Und zwar war das hier, glaube ich, gewesen, ne? Da hinein. Ernsthaft? Oh. Ah, ne. Aha. Bin schon mal wieder verkehrt gelaufen. So, und zwar sollte es jetzt hier sein. Ganz ruhig. Kommt alles wieder in Ordnung. Kommt alles wieder in Ordnung. Das glaubst du doch genauso wenig wie ich. Ah, hier. So, ich hoffe mal. Oh, ernsthaft? Hm. Scheiße, wie viele Ebenen sind das bitte? Wow, das hätte ich nie gedacht, dass es so viele Ebenen sind. Ich muss wirklich ernsthaft diesen Weg nehmen, also... Pavel ist leicht zu beeindrucken. Aus Angst vor der Welt hat er sich immer ich muss gucken, wie ich da irgendwie hinkomme. Im schlimmsten Fall... Im schlimmsten Fall muss ich da jetzt diese Person betäuben. Jensen, ich mach mir langsam Sorgen. Muss ich in jedem Polizeirevier der Stadt nach Ihnen fragen? Das ist nicht nötig, ich bin bald da. Gut. Wir haben nämlich Arbeit. Okay. Ich verhafte Sie wegen Behinderung der Polizei. Halt dich von hier fern. Wie komme ich da am besten durch? Pff, da ist der Augspezialist.
Ich gehe am besten mal hier durch. Also mal schauen, wie sich da das Ganze entwickelt. Weil so weit habe ich jetzt noch nicht gespielt. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Ganze durchzuspielen. Auf die ruhige Weise, auf die miese Seite. Na, gesperrt. So, du bist hier oben. Ach, scheiße. Nicht entdeckt. Wow, cool. Oh, shit. Ups. Hä? Hat mich wirklich diese Drohne entdeckt, wie ich gehackt habe? Ernsthaft? Kurz mal in mein Lappy gehen. Okay. Du hast hier nichts verloren, Metallmann. Ja, gute Frage. Mach ich diese Mission. Eieiei. Ja, das finde ich nämlich auch cool. Es gibt ja verschiedene Wege. Hier für Menschen, hier für die Augs. Ich kann doch da durchgehen, okay. Kann ich nicht. Das wird langsam echt lästig. Chwilku strpení, prosím. Skenuju. Co pak tady máme? OK. Žádný problémy? Tak jo, Augu. Můžeš jít dál. OK, opti. Also ich habe Sonderrechte, wenn man, so das wenn man das Ganze so betrachtet. Hey, Jensen. Sind Sie in der Nähe? Die Lage hier wird kompliziert. Ich könnte wirklich Ihre Hilfe brauchen. Ich komme, sobald ich kann, Koller. Was gibt es hier zu entdecken? Eigentlich nichts. Okay. Gut. Nein. Ja, wie man hier sieht, es gibt ja verschiedene Stadtteile. Pilgerbahnhof. Dann hatten wir hier unten, wo wir jetzt da sind, also das Männchen. Da gibt es hier das Monumentenbahnhof und dann halt hier die Palisade. Den Bahnhof. So, ich muss nämlich da oben hin. Yep. Weil es auch nämlich so eine coole Zwischenlösung, die Ladesequenz voranzutreiben. Einfach in den Zug einsteigen, warten. Ja. So, jetzt mal den Laptop. Also das ist eigentlich schon eine coole Lösung, was sie da gemacht haben. Und wenn der Ladescreen vorbei ist, dann bin ich halt an dem Bahnhof angekommen, wo ich halt aussteigen muss. Mein Quietschestuhl. Ah. So. Gut. Sind Sie etwa der Ansicht, die sollten nicht alle hierher gebracht werden? Mhm. So, weil hier war ich jetzt auch noch nicht gewesen, in diesem Stadtviertel. Ja, hi. Wie groß ist denn dieser Teil? Oh Gott, der ist ja genau, der ist ja auch riesengroß. Händler. Oh Gott. Also ich hätte nie gedacht, dass das Ganze so groß ist. Aber ich gehe mal in diesen bei den Händler. Ich kann es kaum glauben. Hey du da, suchst du eine neue Stereoanlage? Ich habe zu wenig Zeit, um Musik zu hören. Wieso? Ich habe immer Zeit. Wie wär's mit Filmen? Magst du Filme? Ja, klar. Oder hast du andere Interessen? Ah. Filme. Von was für Filmen reden wir da? Oh, vergiss es.
War nur ein blöder Witz. Eigentlich willst du es mir nicht sagen, weil dir klar ist, dass ich nicht deshalb hier bin. Ganz ruhig, ich bin kein Bulle. Was meinst du mit anderen Interessen? Naja, ein Mann wie du braucht doch sicher hin und wieder einen kleinen Energieschub. Du meinst aber nicht Proteinriegel, oder? Biozellen, mein Freund. Ja. In perfektem Zustand und garantiert unter der Hand. Klar, ich nehme einen. Okay. So, das war's. Ich bin ausverkauft. Nein, oh komm, bitte nicht. Ich glaube, ich gehe wieder. Schade. Wenn du es dir anders überlegst, komm gern wieder vorbei. Sicher. Nice. 5 Biozellen, die brauche ich doch. Speichern. So. Ja, ich würde mich auch so nah hinsetzen. Alter Vater, bitte? Das ist gerade mein Abstand von 1,50 Meter und so eine riesengroße Leinwand. Oh mein Gott. Breach Software. Datenbank verkaufen. Ah, okay. Den Breach Modus, den habe ich auch schon gesehen. So, oh, Sicherheitsstufe 2. Ja. Kann ich nicht benutzen. Okay, hast Glück gehabt. Sonst hätte ich jetzt halt deinen Laptop gehackt. Hier war noch ein Händler. Hi. Willkommen bei Magia. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Champagnerkiste, okay. So, wo muss ich dann hin? Da hinten hin, okay. Kann ich mir auch Wegpunkte setzen? Würde das gehen? Nee. Ein Praxispunkt habe ich, okay. Multitool, Minematrix. PDA-Einträge. Okay. Breach Software gefunden 1. Best. Also, okay. Das ist die Geschichte. Ja, ja. Ich muss erstmal die ganzen Ausrufezeichen mal loswerden. Gut, weiter geht's. Wer ist? Was ist denn das für eine Mission? Ich hätte im Bett bleiben sollen. Ich muss diesem Kunden helfen. Erledigen Sie ruhig noch was und kommen Sie später wieder. Okay. Schwache Struktur. Ja, nicht genügend Energie. So, was haben wir hier? Aha. Interessant. Ah, Zubehörteile. Nice. Dankeschön. Tja. Alex, dieser Flüsterchip, ist der leicht zu verstecken? Du bist unterwegs zu TF-29, jetzt schon? Unsere Feinde schlafen nicht, während wir uns unsere Wunden lecken. Okay. Auf dem NSN-Motherboard muss ein Datenport sein. Greif darauf zu und dann Plug and Play. Oder in dem Fall Plug and Record. Verstanden, ich melde mich. Jetzt habe ich wirklich meine Facecam dorthin gesetzt, wo halt geredet wird. Na toll. Theoretisch. Oh shit. Ernsthaft? Ui. Theoretisch nehme ich mal meine Facecam. Nein.
Muss ich doch wahrscheinlich offscreen machen. Das habe ich aus Versehen das Bild verschoben, was ich eher nicht wollte. Ja, muss ich doch offscreen machen mit der Facecam. Dass ich die hier oben in dem Bereich... Warte mal. Ja, neben der Karte am besten. Okay. Okay, also ich hätte nie gedacht, dass das Ganze so groß ist. Hallo mein Baby. Oh Gott. Wieso habe ich schon kein Passwort? Computer zugreifen, nein. Oh, schade. Schrank. Oh, hallo? Hallo. Zwar nur eine kleine Ausbeute, aber hey, was soll's. Ne, was? Zugangsgrad erforderlich. Oh, komm. Aha. Wow. Eigentlich ein cooles Gefängnis, muss man sagen. Gesperrt. Kann man die Schiebe beobachten? Da kann man hineingehen, okay. Hier gibt es nichts zu entdecken. Na, hier eigentlich auch nicht. Also, E-Book. Na. Naja. Da kann ich sogar hacken. Theoretisch ist es ja... Oh nein. Zwei Kerne. Scheiße. Post. Okay. Gut. Gibt es hier was für mitzunehmen? Da ist noch eine Tür. Durchsuchen. Danke. Na, was haben wir denn da? Eine Luke. Da ist ja nichts versteckt. Schließen. Okay. Das ist eigentlich schon ziemlich groß, das Ganze hier. Ah, wo geht's denn hier lang? Ernsthaft? Okay. Wow. PDA? Aber ich habe aber kein... Doch, ich habe Passwort erhalten. Inventar... Oh, Dreiecode. Inventar. Was bist du? Schrotmunition. Also Schrotgewehr habe ich jetzt ja keins. Oh, eine Biozelle. Ansonsten gibt es ja nichts mehr. Nee. Bip, bip, bip. Ja, so kann man es auch machen. Einfach mal überall reinhacken. Ah, da ist die Kantine. Okay. Ja, ja, ja. Was? Nach oben?
aber... Ja, ja. Ich komme gleich. Also, es ist ja riesengroß hier. Zubehörteile nehme ich mit. Hier auch. Herstellt. Ah, okay, dafür kann ich bestimmte Sachen herstellen. Okay, deswegen ist das mit diesen Zubehörteilen. Sicherheitsstufe 2. 3. Hier gibt es nichts mehr zu entdecken. Da ist ein E-Book. Der Psychiater, okay. Ja, Schmerzmittel nehme ich noch gerne mit. Tja. Man möchte meinen, dass wenigstens einer von denen auf irgendeiner Liste auftaucht. Scheiße, das packe ich nicht von der Zeit her. Ja. Da habe ich es verkackt. Gut, ich würde sagen, das war es erstmal gewesen mit dieser Folge. Ich werde hier noch ein bisschen noch hier noch erkunden und dann geht's mit dem nächsten Missionsziel weiter. Gut, alles klar. Bis dann. Tschüss.